Hallöchen YouTube, der Anriten hier von den Two Broke Nerds und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr dieses mysteriöse Assignment Phantomanwärter freigeschaltet bekommt. Wir schauen uns die Assignments gerade mal an, scrollen mal runter. Dort ist das angesprochene Assignment Phantomanwärter, Phantom Prospect nennt es sich auf Englisch. Ihr seht an der Stelle schon die entsprechenden Anforderungen für dieses Assignment und für das DocTech Phantom Programm sind schon freigeschaltet. So wird es bei euch vermutlich jetzt noch nicht aussehen. Bei euch wird es vermutlich so aussehen. Einmal natürlich die Anforderung als Premium-Mitglied zu spielen und die andere ist mit so einem Fragezeichen markiert. Was müsst ihr jetzt machen, damit ihr das freischalten könnt, sodass es so aussieht? Ganz einfach, ihr geht einmal in die besten Listen rein. Das geht natürlich etwas schneller, je nachdem wie schnell das Battlelog lädt. Und dann seht ihr im Bildschirm der besten Listen hier unten ein kleines Skull, ein kleines Totenkopf oder Maskensymbol. Da klickt ihr einmal drauf, dann öffnet sich ein mysteriöses Overlay mit ganz viel Programmierblabla. Und was ihr hier jetzt sehen werdet, ist, dass er bei mir schon sagt, Freischaltungsphase abgeschlossen, willkommen beim Phantomprogramm, warte bitte auf weitere Anweisungen. Sehr mysteriös auf jeden Fall. Bei euch wird das vermutlich noch nicht da stehen, sondern ihr müsst vermutlich einen Text eingeben. Und dieser Text, den ihr da eingeben müsst, ist a Bump in the Night. Ja, ganz einfach zusammengeschrieben, Englisch, Bump in the Night. Wenn ihr das eingegeben habt, sollte diese entsprechende Textzeile hier erscheinen. Danach könnt ihr die Seite einfach aktualisieren. Dann geht ihr wieder in eure Assignments rein an der Stelle. Und dann wird das Assignment auch erscheinen bzw. freigeschaltet sein. Und dann könnt ihr anfangen, für dieses DocTech die erforderlichen Anforderungen zu erfüllen. 200 Kills mit Sturmgewehren erzielen, 100 Kills mit dem Panzer machen und einen Kopftreffer aus 300 Meter zu erzielen. Wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr dieses mysteriöse Phantomprogramm DocTech. Klingt so ein bisschen, als wäre das etwas, was vielleicht in Zukunft noch ausgebaut wird. Vielleicht gibt es da noch weitere versteckte DocTechs. Das war ja jetzt so eine kleine, ja, so ein kleines, so eine kleine Hand quasi nach diesem DocTech. Auf Reddit wurde es dann irgendwann entschlüsselt. Ist ja auch egal, wie sie es rausbekommen haben. Auf jeden Fall macht ihr es so, indem ihr dieses Bump in the Night an der einen Stelle eingebt. Und dann, ja, viel Erfolg beim Erfüllen der Anforderungen hier. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich verabschiede mich mit den bekannten Worten. See you on the battlefield. Tschüss und bis dann. Yeah.